Halli, hallo zu Schoki Banoki und deine Daily Dosis Angeberwissen. Mein Name ist Till von Till und sein Vlog und hier haben wir der Sashi. Ich bin der Sashi, ja genau. Ja, und heute haben wir den 22. Mai. Korrekt. Und am 22. Mai haben wir auch ein Geburtstagskind und du hast das Geburtstagskind? Ich habe das Geburtstagskind Novak Djokovic. Ja, hast du von dem vorher schon mal was gehört? Nein. Ich weiß aber, dass er 87 geboren ist, also ja. 1987. Ja. Das hier ist der Novak, ja. Und der Novak war ja ganz lange Schützling von unserem Bobbele, Boris Becker. Ja, auch Nummer 1 der Welt gewesen und so ein Käse. Okay. Ja, und du hast aber von dem noch nie was gehört? Ich persönlich eigentlich nicht, nein. Noch also nie vorher? Ich habe gelesen, dass er wohl ein relativ erfolgreicher Tennisspieler ist. Nummer 1 ist relativ erfolgreich. Ja, und er hat auch einige Grand-Slam-Turniere gewonnen. Ja, muss man ja als Nummer 1 auch gemacht haben, sonst wird man nicht Nummer 1. Ach, gibt es da nicht sowas wie Bundesliga, wo man dann so Nummer 1 werden kann? Doch, doch. Doch, doch. Ja. Können wir das Thema wechseln? Tennis ist... Am 22. Mai ist aber auch nicht nur der Novak hier geboren, sondern am 22. Mai besucht Richard Nixon, sag ich schon, ne? Richard hier, da sieht man ihn noch. Der Richard hat als erster US-Präsident die Sowjetunion besucht. Also es war vorher noch nie ein amerikanischer Präsident in der Sowjetunion und er hat das als erster gemacht. Das war 1972. Ja. Okay. Ja. Das hat schon relativ lange gedauert, ne? Nach dem Krieg. Also das war, ja, war schon so 2 bis 4 Jahre. Oh ja. Ja, es war halt auch nicht die beste Stimmung zwischen den beiden ja, Ländern. War relativ kalt, der Krieg. Den das genau. Genau. Aber was war noch am 22. Mai? Es war eine Hochzeit. Ja, ja, viele Hochzeiten. Bestimmt. Ja, aber eine ganz berühmte Hochzeit. Und zwar, man sieht es hier schon, der spanische Kronprinz Felipe und die Journalistin Letizia Ortiz. Felipe und Letizia. Genau. Letizia. Die haben geheiratet. Letizia. Die muss man ja, in Spanisch muss man immer lispeln. Dann sonst ist man kein richtiger Spanier. Felipe und Letizia. Geht ja. Das auch trocken? Die haben geheiratet am 22. Mai wann? 2004. 2004. Genau, da war er noch Kronprinz. Ja, 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 mittlerweile. Weil mittlerweile, also seit 2014, ne? Königin und König. Ja. Ja, sehr gut. Und heute ist aber auch der Tag der Artenvielfalt. Ach, deshalb sind wir zu zweit heute hier. Nee, wir werden heute keinen Sex machen. Ja, weil es bringt nichts, wenn wir beide das irgendwie machen. Du musst, wenn du rausgehst, musst du nach dem Pusteblumenprinzip, musst du ganz viele Mädels irgendwie beglücken. Und dann ist die Artenvielfalt, ne, blonde, rotbärtige Jungs kommen dann heraus, die Brille tragen und so einen Wissensschatz mitbringen. Natürlich, ja, natürlich, natürlich. Genau. Was sonst? Ja. Das musst du machen, deswegen ist heute ist ganz wichtig, am 22. Mai ist Tag der Artenvielfalt. Ja. Muss man unbedingt feiern. Ja, ganz wichtig. Also... Wir werden uns sicher gleich die Partyhütchen aufsetzen. Ja, ich habe schon ein Bierchen hier. Ja. Ich sag Prost und wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Schoki Banoki Daily, deine Tagesdosis Angehörwissen. Macht's gut. Cheerio, Miss Sophie.